Ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es ist das letzte Video hier aus Norwegen. Mhm. Wir werden uns aus Lillehammer verabschieden. Eine wunderbare Gegend, muss man sagen. War sehr schön gestern, die Lichter auf dem anderen Ufer, ne? Also, genau. Stellplatztechnisch muss man sagen, ja. Ziemlich teuer, 375 norwegische Kronen, das muss man einfach wissen für eine Nacht. Klar, da ist Strom inklusive, aber soweit du duschen oder irgendetwas weitermachen willst, kostet das zusätzliches Geld. Ach echt, tatsächlich? Ja. Ah ja, deswegen aufladen du der Karte. Du musst die Karte aufladen. Also das ist schon ein bisschen sehr, sehr happig. Aber so ist es nun mal. Uns soll es egal sein. Für uns geht es jetzt Richtung Fredrikstad. Das ist die letzte Station in unserem Norwegen-Urlaub. Und dann gibt es auch noch ein wunderbares Fazit. Aber so wirklich los geht's. Nicht nur nach dem Intro. Ja, sondern was kommt noch? Was hast du gemacht? Eine Drohnenszene. Das seht ihr jetzt als nächstes und dann fahren wir Richtung Rema 1000 zum letzten Mal in Norwegen einkaufen. Das kommt also auch dazu. Ab geht's nach oben. Erst das Intro. So, das sieht jetzt zwar sehr komisch aus, weil ich hier mit einem Mikrofon rumhantiere, aber das ist aus der Not gedrungen, weil ich einfach jetzt zwei Mikrofone zur Verfügung habe. Und ihr seht hier Stefan fleißig am Arbeiten, denn es ist so viel Salz auf den Straßen, dass eigentlich hier alles richtig schlimm aussieht. Wir können ja mal gucken, ne? Okay. Aktuell würde ich sagen, unser Auto ist wieder schwarz. Das war schon mal dreckiger, aber ich glaube, das ist einfach... Ja, es ist gerade nämlich feucht, deshalb sieht man es nicht. Stefan macht alles schön sauber. Mal gucken, theoretisch, ob er multitaskingfähig ist. Ich habe nämlich den Vorteil, kann das Mikrofon jetzt hinhalten. Ja bitte, was möchten Sie? Ja, wie viele Kilometer sind wir jetzt schon Pi mal Daumen gefahren? 230 oder sowas ungefähr. Und wir haben noch circa, ja, sagen wir mal, 60 Kilometer vor uns, noch knappe 40 Minuten und dann sollen wir in Fredrikstad sein. Und ja, hier an einem Rastplatz haben wir es geschafft. Was wir sagen müssen, richtig komisch ist das Landstraßen und so weiter und so fort, hast du andauernd irgendwelche Rastplätze, Picknickplätze, aber an so einer E6, Mangelware. So, und ich gehe jetzt wieder rein und halte dieses Mikrofon dann wieder woanders hin, weil es sieht schon sehr komisch aus, muss ich echt sagen. Angekommen in Ockertanken? Ockentanken, irgend sowas. Naja, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Olletanten. Bei den Olletanten sind wir angekommen. Geile Sicht nach vorne. Ja, das blende euch einfach jetzt mal ein Bild ein. Und wir können euch schon mal sagen,
Wir werden heute gleich nochmal was lecker essen. Was? Mhm. Das werden wir euch dann verraten, wenn es soweit ist. Und wenn wir das Fazit machen zu diesem zu unserem Norwegen-Urlaub, weil das ist jetzt hier unser letzter Halt. Von hier aus geht es dann ab nach Schweden, wo wir dann Silvester verbringen werden. Was danach kommt, ist eine Szene von Ebend. Kann ich euch versprechen? Aha. Es kommt erst dann. Ah ja. Und das wird schon etwas ganz Besonderes sein. Mhm. Morgen bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Da will ich nochmal da runter. Oder wir wollen da nochmal runter und uns das mal angucken. Ob man da runterkommt, werden wir sehen. Ja. Ja, jetzt nicht so weit runter. Ja, so weit wahrscheinlich nicht. Aber wir gucken einfach mal. Wir schauen uns das auf jeden Fall an. Und dann wird es dort das Fazit geben. Bis jetzt, wie gesagt, positiv. Ja, wir hatten gerade Glück gehabt. Es gab einen richtig großen Verkehrsunfall auf der E6, den habe ich gerade so noch gut erkannt. Er sagt, jetzt hier schnell rechts abfahren. Wir konnten den wirklich umfahren. Ja. Den einzigsten Stau gab es dann auf der Brücke, wo man nämlich den Unfall sehen konnte, wo die Gaffer natürlich alle angehalten haben. Gefällt. Ja, der LKW-Fahrer gleich weg, vorweg der Erste. Ne? Alter, da denke ich mir auch, Leute. Ja. Naja, sonst, so ist das. So ist es nun mal, passiert auch sowas in Norwegen. Und viele Kilometer haben wir geschrubbt, Gott sei Dank teilweise 110. Aber, das muss ich auch sagen, es gibt nichts Schöneres als auf einer Autobahn in Norwegen, wo du 110 fahren darfst. Es ist nicht so oft. Ja, ja. Und wir fahren dann 40 über Kilometer. Wieso? Das blende ich euch gerade ein. Genau. Mhm. Naja, so ist das halt. Der Räumdienst macht halt auch seine Arbeit, ne? Ja, und das über Kilometer. Wir haben gedacht, oh bitte, fahrt weg. Ja. Irgendwann waren sie dann weg und dann konnten wir mal alle Gas geben. Dann haben wir aber auch alle beschleunigt. Aber so richtig beschleunigt. Mhm. Gut, jetzt werden wir noch ein bisschen, ich werde ein bisschen schneiden jetzt wieder. Jawohl. Und irgendwann gibt es Abendessen und dann melden wir uns wieder. Schon wieder ist es Zeit zum Essen. Ja. Mann, 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 es geht immer nur ums Essen, ne? Und das, obwohl es nicht Bankes Kombüsenstudio ist. Nee, aber wir lassen es ja immer gut gehen, ihr wisst das ja. Genau. Und wichtig ist, es ist nun mal unser letzter Abend in Norwegen. Ja. Der vorletzte Tag im Jahr. Und dann gibt es natürlich nochmal für mich extra Fisch. Genau. Den Lachs. Werdet ihr sagen, das ist ja klein und popelig. Er hat ein bisschen Größeres drauf. Also so sieht es nicht aus. Ich freue mich tierisch, denn das ist jetzt nochmal frischer Lachs, den wir aus dem Rema 1000 haben. Genau. Beim letzten Mal hatten wir eingefrorenen. Ja. Der war auch nicht schlecht. Der war nicht schlecht, aber das ist natürlich jetzt hier nochmal eine ganz andere Qualität. Definitiv. Noch besser, ich weiß, von den Farmen direkt oder so. Aber da muss man natürlich auch erstmal hinkommen. Ne? Genau. Und wir sind froh, dass wir das haben. Es ist guter. Wir wissen, der ist aus der Zucht. Ist kein. Nee, das ist kein Wildlachs, sondern das ist ein Zuchtlachs. Aber er ist halt lecker und wie gesagt, komischerweise hier in Norwegen esse ich es. Ja, herrlich. Da freut er sich. In diesem Sinne, guten Hunger. Mahlzeit. Und morgen, wie gesagt, gehen wir runter zur Ostsee und machen dann das Fazit. Stimmt. Hier ist es ja Ostsee. Ja, wir sind weg von der Nordsee. Jetzt sind wir Ostsee. Junge, 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 Junge. Da kann man echt durcheinander kommen, ne? Deshalb essen wir jetzt was. Mahlzeit. I've said it many times, I know. I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. So be here as the night. Guten Morgen! Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der 31.12.2023. Richtig. Der letzte Tag im Jahr. Der letzte Tag in Norwegen. Ja, jetzt müssen wir leider uns verabschieden hier von dem wunderschönen Norwegen. Und jetzt geht's in Richtung Schweden. Ja, aber da gibt's kein Video zu, können wir schon mal sagen, weil Schweden und Dänemark sind wirklich nur Transitländer, weil wir müssen am 3. wieder zu Hause sein und es sind noch viele Kilometer. Und was wir nicht machen wollen,
ist uns Stress auferlegen, dass wir dann wirklich 700, 800 Kilometer an einem Tag. Nee, da die Zeiten sind vorbei, dann kürzen wir lieber unseren Urlaub und genießen im Urlaub halt die Rückfahrt. Genau, ich wollte gerade sagen, wir werden jetzt einfach fahren, werden eure die Videos dann zwischendurch natürlich immer mal schneiden, ne? Ja. Und da ist dann auch auf jeden Fall schon genug Arbeit dabei und ein bisschen Urlaub darf ja dann auch noch sein. So ist zumindest der Plan. Allgemein Fazit zu Norwegen, das wollten wir machen. Welche Herausforderungen hatten wir? Und da kann ich sagen, Herausforderung Nummer 1 ist die Grauwasserentsorgung. Es ist nicht die Toilette, Schwarzwasser oder nee, sowas. Die wirst du an jeder Ecke los. Das war auch im Sommer so. Allerdings sind die Grauwasserauslässe, das ist das Problem. Die sind natürlich alle eingefroren. Und ja, wohin dann damit? Auf dem Campingplatz, dem letzten, haben wir das dann im Prinzip dort, wo die Grauwasserentsorgung ist, einfach abgelassen. Da hatten wir dann die Chance, also auf dem Campingplatz, aber Campingplatz sind auch nicht alle auf. Also sehr, sehr viele Campingplätze sind zu. Ja. Die App Park4Night bringt euch in vielen Dingen überhaupt gar nichts, weil da steht immer drin, ist offen, ist offen, ist offen. Ja, von das wegen ist natürlich nicht ist der Fall. Nicht. Der eine, da sind wir lang gefahren, der Lillehammer, der war gar nicht da, der war nicht ausgestellt, der existierte gar nicht mehr. Und die Wasserversorgung ist natürlich auch geschlossen, auch wenn sie kostenlos zwar ist, aber sie ist ja genauso geschlossen. Ja, also das sind die Herausforderungen, die wir haben, die aber wirklich komplett im Winter nun mal liegen. Im Sommer kein Problem, da kannst du Fähr- und Entsorgen und Toilette, das ist alles kein Problem, aber Grauwasser, da mussten wir wirklich ideenreich sein, um das loszuwerden. So ist es nun mal. Genau. Ja. Sonst, wie gesagt, Maut haben wir erstmal sehr viel gespart und dann auf der E6 haben wir alles wieder zurückgezahlt, weil da haben sie von den Lebendigen, also von Lillehammer, beziehungsweise der Ort danach. Ja, der Ort danach. Ja, Hammerfest? Nee, ach, ich weiß es nicht. Hammerfest, da bist du ganz woanders. Nee, das ist ganz weit oben, das weiß ich. Da wären wir gerne gewesen. Egal. Der nächste Ort, also wo die E4 und E6 sich trifft, auf der anderen Seite, da geht es ja los, da wird die Autobahn zweispurig. Wenn man Spaß hat, kann man 110 haben. Wenn man keinen Spaß hat, fährt man nur 40 auf dieser Autobahn. Ja, ja, aber es ging alles. Auf jeden Fall, ab da ein Schild und alles, was Richtung Oslo, warm, immer wieder durftest. Zahlen, zahlen, zahlen. Also, ja, mal sehen, wie es jetzt weitergeht, weil wir haben ja noch ein bisschen, wir fahren ja jetzt gleich nach Schweden rein. Ja, wir sind relativ dicht in Schweden. Also wir könnten Schweden knutschen, wenn wir wollten. Soweit ist es nicht mehr entfernt, aber ja. Sonst war es für uns absolut genial. Wenn alles gut geht, zeige ich euch jetzt gerade mal eine Karte, wo wir waren. Es war also der Südosten, ne? Nicht der Südwesten. Der Südwesten ist ja wunderschön mit Bergen und alles, aber da hätten wir keinen Schnee großartig gehabt. Deshalb sind wir in die Richtung gefahren. Wir sind Gegenden gefahren, da waren wir durch Zufall schon mal. Wir haben neue Gegenden erkannt und wir wissen, hätten wir jetzt 2, 3, 4 Wochen noch Zeit, wir würden hier in Norwegen auf jeden Fall bleiben. Richtig, definitiv. Also wir hätten vor der Kälte keine Angst und auch von den Schneebedingungen keine Angst. Definitiv nicht mit dem Reifen oder mit der Ausstattung, mit der wir unterwegs sind. Genau, ein Michelin agiles Cross Climbed. Wir haben nicht einmal die Schneeketten gebraucht. Obwohl, heute könnte es vielleicht sein, das weiß ich nicht. Sehr eisig. Ja, die Straße ist sehr eisig, aber ich denke, wir werden das schon wieder ohne kriegen. Wir lassen uns überraschen. Aber wenn, dann haben wir sie ja. Und wenn, gibt es vielleicht doch noch eine Szene. Also wie gesagt, wir haben alles richtig gemacht. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir animieren euch. Guckt euch auch mal, wie gesagt, den Süden an. Fangt damit langsam an. Wie gesagt, viele fahren durch. Das war keine Alternative für uns, zum Nordkap hochzudonnern und wieder zurück. Das wäre zu kurz gewesen. Ja. Da einfach mehr Zeit einbringen und wie gesagt, demnächst kommen dann neue Reisevlogs hier auf diesem Kanal mit Norwegen. Das Winterwunderland ist halt heute einfach vorbei. Genau. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.